So, Freunde, je nachdem, wie lange ich jetzt für dieses Schiff brauche, werde ich eventuell das noch an das andere Video dranhängen, was jetzt eigentlich schon eine Dreiviertelstunde geht. Aber egal, ich werde jetzt mein Bestes geben. Das ist ein Vollvieh! Das ist so ein Monstrum! Na damit... Damit juck ich die doch nur! Alter, wie viel Munition hat die denn? Raus da! Sorry! War keine Absicht. Ja, ich werde nicht mehr drauf gehen, ich werde so drauf gehen. Ja. Alter Schwede. Meine Güte. Wie viele Fehler kann man denn da machen, ey? Da ist die Captain, die Stormcaller. Mörser bringen eigentlich im Endeffekt gar nichts. Damit kitzel ich die ja nur. So viel zum Thema, ich habe ja noch zwei Schiffe. Schuss noch und ich bin tot. Feuer!
Ja, das war's. Ja, das war's. Alter, meine... Ja, Jack, da wollte ich gerade sagen, die Morrigan, die ist so 100% aufgerüstet. Und trotzdem habe ich keine Schnitte gegen das Schiff. Vergiss es, fortsetzen. Da ist sie, Captain. Die Storm Fortress. Die Gerüchte schönen nicht die Wahrheit. Sie ist ein Hier alle guten Dinge sind frei? Ja. Ich weiß es nicht. Aber jetzt wissen wir zumindest mal, warum da drei... Oh mein Gott, das ist ein richtiger Kampf. Aber im Moment bin ich noch gut dabei. Er hat es auf mich abgesehen. Sorry. Alter, wie schnell kann der sich drehen? Alter, was schicken der Kanonenboot? Was soll denn ein Kanonenboot gegen so ein Monster anrichten? Scheiße! Mittendrin, statt nur dabei, oder wie heißt das? Shit. Noch knapp zwei Balken. Ich komme gar nicht aus dem roten Bereich raus, richtig. Ist ja mal heftig. Schmeißt direkt wieder Mörser wetten. Das habe ich gesagt. Wir wurden getroffen. Nein. Boah, nee, wir verziehen nicht. Ein Balken nur noch. Ich komme gar nicht aus dem Bereich raus. Na, das war's. Alter Schwede. Da ist sie, Captain. Die Storm Fortress. Die Gerüchte schönen nicht die Wahrheit. Alter, ich hab dich doch nur berührt!
kannst du das schon kaputt sein? Also wenn ihr jetzt sagt, dass ich... Nein. Komm, 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 dreh dich, dreh dich, dreh dich! Schick ihn am Lauf. Ah, fuck. Also wenn ihr jetzt sagt, dass ich zu schlecht dafür bin, dann versucht es selber. Und schickt mir das als Videoantwort. Ich meine, der Holger zockt es gerade selber. Ich bin mal gespannt, wie er mit diesem legendären Schiff zurechtkommt. Er hat es auch nicht, der hat es auch nicht abgesehen. War jetzt aber noch mal ganz knapp dran vorbei. Ich glaube, daraus kann ich ein eigenes eigenständiges Video machen. Ich kann machen, was ich will. Wieder mittendrin, scheiße. Na, ich komme wieder Mörser. Ich hab so heute doch vorher schon abteilen können, Mann. Und wieder mit dran. Fuck! Und können schießen, schießen und nochmal schießen. Das gibt's gar nicht. Bereit zu feiern, Captain! Ja, da kannst du... Ja. Guckt euch das an! Jetzt bin ich wieder mitten drin! Obwohl ich rausgefahren bin, bin ich wieder mittendrin in dem roten Bereich. Nein. Scheiße. Da haben die Wellen mir mehr oder weniger das Leben gerade gerettet. Aber jetzt nicht mehr. Ich kann nichts sehen. Ein Ball. Leuchtet schon langsam. Nein, 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 nein! Komm schon, jetzt mach ich dich fertig! Mörser. Ich weiß, dass es nicht viel bringt, aber... Ah, wieder mittendrin. Fuck.
kann nichts sehen! Alter, 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 Hilfe! Ich weiß ja gar nicht, wo ich da wirklich hin soll. Ja, das war's. Ich weiß nicht, wo ich da ausweichen soll. Himmel, Arsch und Donnerkeil. Das ist ja nicht wahr. Da ist sie, Captain. Die Storm Fortress. Die gehört der Schöne, nicht die Waffe. Das ist übertrieben. Dieses Schiff ist übertrieben. Und jetzt bin ich schon wieder mittendrin, statt nur dabei. Ich komme nicht aus dem roten Bereich. Dann eher doch lieber durch das Feuer fahren. Guckt euch das an, ich komme nicht aus dem roten Bereich raus. Sein. Ich mache es lieber von vorne, als dass ich... Gibt's doch nicht. Das ist nicht zu fassen, ne? Meine Herren, ne? Ey, so extrem war, aber... Vergiss es! Da ist sie, Captain! Die Storm Fortress! Die gewünschte Kunde, nicht die Waffe! Hier ist die Mediatar! Schieß mit Wasser, Captain! Wir müssen näher ran, wenn wir sie aufbringen wollen! Egal, wo ich lang fahre! Ich werde direkt beschossen. Ah, raus da, raus da, raus da! Irgendwann muss es ja mal klappen. Sorry. Irgendwann muss es ja klappen. Irgendwann. Nebel verziele ich! Das ist zu weit weg.
Ah, jetzt schießen sie schon wieder. Und ohne dass ich irgendwas machen kann, komme ich in diesen roten Bereich rein. Der bringt zwar nichts, aber der zwackt den auch ein ganz wenig Energie ab. Na, schon wieder. Ohne dass ich irgendwas machen kann. Feuer! Feuer! Sind wir echt gut dabei. Und schon wieder in dem roten Bereich. Gleich habe ich dich, gleich habe ich dich! Du Monster! Bereit zu feuern, Captain! Oh Gott, oh Gott! Ich wollte gerade sagen, der größte Teil der Geschosse. Oh, 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 oh. Ich habe nur noch einen Balken. Fuck! Ja, das war's mal wieder für mich. Klaus, raus da! Alter, das ist nicht wahr, ne? Das ist doch nicht wahr! Nein! Was? Wir brauchen nur noch einmal getroffen zu werden und schon bin ich tot! Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst! Wie viele Schiffe soll man denn da noch entern? Wie soll man das denn schaffen? Also beim nächsten Mal breche ich aber wirklich dabei. Ganz ehrlich gesagt, das bringt doch nichts. Ja, versuch das mal die Breitseite zu meiden. Ich komme gar nicht aus dem roten Bereich raus. Das ist total scheiße. Feuer!
Aber ohne dass ich irgendwie mit Absicht reinfahre, komme ich in den roten Bereich. Und gleich bin ich schon wieder tot. Wie soll man denn da bitte die Breitseite von dem meiden? Das geht gar nicht. Weil der hat so eine Breitseite. Ja, mach mich platt, mach mich platt. Ey, Freunde, das gibt's doch nicht. Wenn man das eine Schiff geentert hat, kommen noch zwei von diesen Brechern. Wie soll man das denn schaffen? Obwohl ich hier 100% habe. So, Freunde, ich brech die Aufnahme jetzt ab. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Vielleicht mache ich später nochmal weiter. Also bis dann, tschüss. Jawohl, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rouge. Wir sind nach wie vor bei dem legendären Schiff. In der Versuchung, ich betone mal Versuchung, dieses Schiff endlich mal zu entern. In der letzten Aufnahme hat das nicht gerade wirklich funktioniert. Aber ich hatte dann auch ehrlich gesagt keine Lust mehr weiter aufzunehmen, weil jedes Mal immer und immer wieder, dass es nicht geht, das hat irgendwie schon so ein bisschen an mir genagt. So, jetzt habe ich aber frisch gefrühstückt, Käffchen getrunken und von mir aus kann es jetzt losgehen. Die Gerüchte schöne nicht die Wahrheit. Hier ist ein schauen, wie wir das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise schaffen. Wollen wir sie erst mal ein bisschen kitzeln? Das war wirklich nur kitzeln. Scheiße, die müssen wieder in den Radius! Oh, der zweite war total... Ich habe mich aber nicht im Internet erkundigt, wie das genau vonstatten geht. Das war gemein. Wie gesagt, ich habe mich im Internet nicht erkundigt. Autsch. Wie das wirklich, wie man das Schiff jetzt besiegen kann. Das Blöde ist ja halt nur an dem Schiff, wenn man das endlich mal besiegt hat. Dann kommen jetzt noch zwei andere. Das war ein Volltreffer. Und obwohl man... Ja, du bist jetzt hier down. Und obwohl man versucht, aus dem roten Radius draußen zu bleiben, wird man eh wieder erwischt, so wie jetzt. Ja, das war's. Und hier haben wir auch noch unendlich Munition. Nein!
eh gleich wieder down. Segel, Captain! Alle Segel! Ich kann versuchen, das war's. Ob ich das jemals schaffe, dieses Schiff zu entern? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe es, weil es gehört zum Spiel dazu. Da ist die Captain, die Storm Fortress. Die Gerüchte spüren nicht die Wahrheit. Sorry. Na, wollen wir sie mal kitzeln. Mit dem Unterschied, dass der Mörser überhaupt nichts bringt. Autsch! Wie keine Verbündeten angreifen. Und schon wieder mittendrin. Noch hab ich Mut. Ich arbeite jetzt mit Mörser und den Breitseitenkanonen zusammen, obwohl das, wie gesagt, überhaupt nichts bringt. Ja, und obwohl man überhaupt nicht in den Radius will! Ja, schon wieder. Ah, der war falsch. Da komme ich gar nicht mehr dazu. Das ist nicht zu fassen. Ich kann die Morrigan nicht noch mehr aufrüsten. Das geht einfach nicht.
jetzt ist er schon wieder in dem Radius. Und man kommt einfach nicht aus diesem verkackten Radius raus. Schon wieder im Ende im verkackten Radius. Alter Schwede, das ist ein Kampf. Das ist doch zum Kotzen. Aus da! Da! Schon wieder! Alter, obwohl man gar nicht in den Radius rein will. Gibt doch mehr Gummi. Alter, das gibt's nicht. Erwarten Befehle, Scharf! Feuer! Ja, jetzt bin ich gleich wieder down. Ist das ein Monstrum? Da, ich biege schon wieder ab. Und obwohl ich schon längst... Unglaublich! Dieses Vieh da! Dieses Mistvieh! Eine ist gut. Eine Salve ist nicht gut. Ja, das war's. Oh mein Gott, wie soll man das denn bitte schaffen? Vielleicht ist die Morrigan noch nicht gut genug dafür. Die Gerüchte schöne nicht die Wahrheit. Hier ist ein Seniatan. Schütze Körper, Captain. Wir müssen mehr Handwerker, die aufbringen wollen. Die Morrigan ist definitiv nicht genug dafür. Nur das Problem ist, ich kann hier ja nicht weiter ausrüsten. Weg da, weg da, weg da, weg da! Oh!
eine Salve nach der anderen, das kann nicht wahr sein. Ja, leid, wenn das so lange dauert, aber es gehört halt dazu und ich will es schaffen. Zwei Balken noch. Was? Was hat denn der für eine Reichweite? Eier. Gibt's doch nicht! Dieses Schiff ist definitiv übertrieben! Weil ich bin gleich wieder tot. Ah, da ist es passiert. Freunde, 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 Freunde. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich jemand schaffe. Da ist sie, Captain. Die Storm Fortress. Die Gerüchte schöne nicht die Waffe. Die feuern eine Salve. Ja, eine. Vor allem eine. Nein, 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 da schon wieder mitten im Radio. Sage, dann tut es mir leid, aber ich versuche mich hier ein wenig zu konzentrieren, was gar nicht so einfach ist.
Ja, da kannst du ruhig hinfallen, das ist so scheißegal. Komm schon, komm schon! Alter! Ich hab ihn bald! Ihr habt ihn doch bald! Jetzt komme ich wieder unfreiwillig in den Radius rein. Soll ich mich denn da bitte durchsetzen bei dreien? Kanone bereit! Ja. Alter! Das gibt's doch nicht. Ich kann absolut nicht sehen, wo ich hinschieße. Oh, das war's. Alter, wie soll man das schaffen? Das ist nicht zu schaffen. Und dann auf einmal drei Stück. Da ist sie, Captain. Die Storm Fortress. Natürlich. Direkt beim ersten Mörderschlag ist fast der erste Balken weg. Also Freunde, das ist Mach mich ruhig platt.
Hilfe! Kanonenbötchen. Du kannst doch so viel reißen. Gerade war ich aber noch besser dran als jetzt. Dreh dich doch mal! Das ist nicht mehr normal, was hier abgeht. Nein! War mir so klar wie Kloßbrühe. Oh, und jetzt kommen wir schon wieder in den verkackten Radius rein. Es ist kaum zu schaffen. Freunde, ich breche jetzt erstmal die Aufnahme ab, mache es mal offline. Mal gucken, vielleicht habe ich da mehr Glück. Also, bis dann. Okay, Freunde, ich habe dieses Riesenbiest geentert. Versenkt, wie auch immer. Und jetzt habe ich hier nur noch die hier vor mir. Aber ich habe nur noch einen Ball. Ich hoffe mal, dass es hinhaut. Von zwei Seiten. Das ist übel, das ist so bitter. Das ist gemein. Daneben. Kommt schon! Oh oh, oh oh, oh oh, der will mich rammen! Nein! Okay, nur noch einer! Er will mich wieder rammen. Ja, komm schon! Ja, jawohl! Alter Schwede!
Oh mein Gott, Freunde. Ja, leck mich doch fett, ey. Herr des Nordatlantiks. Alter Schwede. Ist es denn wahr? 20.000. Alter Schwede. Oh mein Gott. So, was haben wir jetzt noch hier? Nichts mehr, ne? Außer hier die ganzen Sachen. Alter Schwede, was... Was für eine Schlacht. Eben gucken, ob ich im River Valley noch irgendwas habe, was ich... Was ist das denn? Eingeborenen Rüstung? Eine eingeborenen Rüstung? What the fuck ist eine eingeborenen Rüstung? Das, ich glaube das nicht, ey. Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh mein Gott. Ich glaube das nicht. Da. Immer wieder mal was Neues. Ich glaube, das werde ich alles in einem einzigen Video hochladen. Und werde das nennen, das große Finale. Ja, würdest du mal? Danke. Ja, das kommt doch von, wenn man nicht aufgibt. Aber gestern hat sich meine Motivation verlassen, so. Ach! Ist das das? Wo wir mit dieser alten Frau waren? Ja! Eingeborenen Totem, genau. Antiker Held. Da läuft. Na, die sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ja, Freunde, das war es auf jeden Fall. Ich könnte jetzt zwar noch die ganzen Schatztruhen und so alles suchen, aber ganz ehrlich gesagt habe ich darauf keine Lust. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich jetzt als nächstes Let's Playen soll. Hier zu Hause läuft Assassin's Creed Liberation komischerweise nicht mehr. Ich habe schon die Dateien durchprüfen lassen. Ich laufe in die falsche Richtung. Aber irgendwie funktioniert das absolut nicht mehr. GTA 5 will ich definitiv weiterzocken, aber... dass die GEMA mir am laufenden Band immer einen Strich durch die Rechnung macht, habe ich langsam die Faxen dicke mit. Deswegen müsste ich jetzt mal wieder Bock haben, da weiter aufzunehmen. Das gut geht? Ja. Geht gut. Naja, Freunde, das war's auf jeden Fall. Ich könnte jetzt das Let's Play von Freedom Cry anfangen. Aber ganz ehrlich gesagt, das gefällt mir nicht so wirklich. So mit, ich wollte gerade sagen Geiseln, aber Geiseln sind es ja nicht. Das sind ja Sklaven. Naja, so wirklich gefällt mir das nicht. So. Gibt es noch irgendetwas zu tun hier? Außer das, was hier so oder so noch rumliegt. Ich sehe nichts. Dann lass uns mal zu New York gehen. Wo wir definitiv auch alles haben mittlerweile. Ja, ansonsten war es das.
Freunde. Renovierungen sind bei 100%. Wir haben jetzt Gesamtsynchronisation von 95%. Das heißt also, wenn ich jetzt auch die ganzen Schatztruhen nehmen würde und die ganzen Sachen, die da rumliegen, würde ich vielleicht sogar auf 100% kommen. Aber nichtsdestotrotz, wir machen jetzt hier an der Stelle Feierabend. Und ja, ich sage mal, habt noch einen schönen Tag. Und die Leute singen hier noch zum Abschied ein kleines Liedchen. Ja, Freunde, das war's. Wie gesagt, noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.